Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Overlord. Jetzt geht's und Wildheit ist jetzt echt groß. Der Typ ist widerlich. Komm her! Wow. Oh, halt still, kleiner Happen. Essen. Der platzt so gleich. Er tut sich immer schwerer, würde ich sagen. Essen. Ich will essen. Au. Mit. Jetzt mal weg, würde ich sagen. Es gibt eine Sauerei. Lasst ihn platzen wie einen Ballon. Das ist das konzentrierte Böse, Herr. Er sammelt sich in jenen mit einem besonders bösen Charakter. Jetzt seid ihr mit Wilfried fertig sein. Solltet ihr unsere feurigen Freunde suchen gehen? Zurück kann ich nicht mehr. Nee. Aber gut, wir haben ihn geschafft. Wenn es auch knapp war. Kümmert euch um sie und sie kümmern sich um euch, wie in einer großen Familie. So sieht's aus. Ihr Wehen sind rot immun gegen Feuer und verfügen über einen mächtigen Fernangriff. Sehr schön. Sammelt einige Rot um euch her, wenn ihr solch ein wenig üben, Meister. Wählt eure Roten aus. Lasst die Roten jetzt zu der Feuerbarriere der Blüten ausschwärmen. Sehr schön. Das ist rote Lebenskraft, Herr. Damit könnt ihr weitere Rote um euch scharen. Gibt's vielleicht noch was zum Plündern? Schön wär's. Mehr zum kaputt machen. Schade eigentlich. Na, was soll's. Dann gehen wir noch weiter, wo wir die Barriere zerstört haben. Nehmen noch ein paar Rote mit. Ja.
ist nichts weiter. Gut. Das ist das rote Schergennest, Meister. Ruft genug Rote zusammen, um es zum Wiegpunkttor tragen zu lassen. Erstmal zu mir. Ich guck erstmal noch mal ein bisschen rum. Die Roten kommen ohne das Nest nicht mit. Na gut. Überredet. Gut, das sind ja sogar Fernkämpfer. Ah, die perfekte Gelegenheit, eure Roten an diesen Halblingen zu testen. Ruf die Roten vom Nest zurück und lass das Resten und Sterben der Ebenen. Alle! Okay, ich war da jetzt irgendwie egal. Roten können nie so viel ab, habe ich das Gefühl. Ihr wählt alle! Bei. Walken wir Lucy durch. Ja. Von hier könnt ihr sie nicht erreichen. Ihr müsst die Roten so positionieren, dass sie sich schön grillen können. Alle! Rote! Ihr könnt dafür sorgen, dass eure Schergen ihre Position halten, indem ihr Sammelpunkte setzt. Mist. Ich hoffe, ich muss nicht so viel wiederholen. Euch zum Gruße! Sprengmeister von Wilfried Pfanst! Gnädiger Besänftiger der knurrenden Mägen! Wird schön laufen. Ich hätte gerne ein bisschen Unterstützung hier. Hallo? Weil der ist mit dem Müll, das ist ja wurscht.
habe das Schaf nur gekillt, weil er mich das nicht durchgelassen hat. Aus keinem anderen Grund. Ist ja Ruhe. Ich hoffe, ich muss echt bloß zum Herz mich durchkämpfen und dann geht's wieder weiter. Sieht aber ganz gut aus. Nimm mal eine rote Rote mit. Das ist rote Lebenskraft, Herr. Damit könnt ihr weitere Rote um euch scharen. Das ist irgendwie ein großer Käfer. Oh ja, die bombardieren ihn ganz gut. Irgendwo müsste hier das Herz dann rumstehen. Von hier könnt ihr sie nicht erreichen. Ihr müsst die Routen so positionieren, dass sie sich schön grillen können. Herr, ihr könnt dafür sorgen, dass eure Schergen ihre Position halten, indem ihr Sammelpunkte setzt. Das klappt doch ganz gut. Ist gleich hin. Solange sie die Köche zurückhalten, könnt ihr die Braunen zu diesem Feuerrad schicken. Ah. Wo brauche ich ein paar Braune? Aber woher nehmen wir nicht die hin? Braune! Rote! Dann nochmal zurück, mir ein paar braune holen. Da ist das Herz, das holen wir uns, wenn der Weg frei ist, überhaupt kein Thema. Da habe ich davon nur zwei, aber mei. Das ist clever gemacht, das ist auf die Farben der Xbox-Tasten zugeschnitten. Sehr nice. Okay, jetzt auf die Roten. Ihr macht da wieder Ballaballa. Den wechseln. Ihr sollt das nicht einsammeln. Ihr sollt das Rad drehen. Dieses Fisch. Ich brauche natürlich gefühlt eine halbe Stunde jetzt dafür, aber naja, vielleicht geht's. Ja,
Der Kopf trifft zumindest mich. Ja, sieht doch ganz gut aus. Die brauchen ein bisschen länger, die Jungs, aber ist das gut. In 6,5 Stunden später. Wir haben Flammen und ein Gemetzel gesehen. Gut gemacht. Raute! So, jetzt müssen wir trotzdem das Herz holen, würde ich meinen. Ja, das waren die Jungs gleich. So, sauber machen hier. Sehr schön. Ne, kommt. Also, geht auch. Die Moonwalken so ein bisschen. Weiter aber nichts. Das Feuer ist jetzt auch aus gut. Sehr nice. Gut. Will heißen, wir kommen weiter. Finde ich klasse. Vielleicht das Feuer komplett ausschalten da. Sieht mir nicht danach aus. Gut, dann gehen wir in den Turm zurück. Nicht ohne noch ein bisschen Chaos zu hinterlassen. Und wir beenden den Part an dieser Stelle. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euch zum Gruße!